Okay. Auch akustisch und visuell. Die ist. Geht schon los? Ja, ja, du läufst schon seit einer Minute. Dankeschön, dass du mir das so schön sagst. Ja, hallo nochmal, liebe Studenten, liebe Freunde der Gemeinwohlökonomie. Schön, dass ihr heute Abend gekommen seid. Ich werde euch heute Abend zwei grandiose Projekte vorstellen, die ganz im Sinne des Zitats von Buckminster Fuller sind. Und zwar, man schafft niemals Veränderungen, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, braucht man Modelle, die das Alte überflüssig machen. Und ja, werde ich euch ein Wirtschaftsmodell vorstellen, das wir ja auch schon das ganze Semester über mit bearbeitet und beackert haben. Und diejenigen von der Gemeinwohlökonomie kennen das auch schon ein bisschen. Bei Alex ist das hoffentlich ein bisschen was Neues und Interessantes. Und werde euch noch ein Projekt aus meiner Masterarbeit vorstellen, was auch diese Projektwerkstatt, was wir hier gemacht haben, beinhalten. Und dann möchte ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, sondern zeige euch mal, was ich heute vorbereitet habe. Die Anwesenheitsliste, die geht, glaube ich, gerade rum. Das ist auch mein Hinweis, dass ich das nicht vergesse. Dann stelle ich euch nochmal das Projekt Wortergy Wüstengewächshaus jetzt vor, wo jetzt die ganzen Berechnungen fertig sind. Ich werde nochmal zeigen, wie gemeinwohlökonomisches Entscheidungsmanagement im Projekt und speziell in diesem Projekt funktioniert hat. Wie man dieses Entscheidungsmanagement auch woanders anwenden kann, dazu werde ich nur einen Satz verlieren. Und wie die Projekte dann weitergehen sollen. Kommt dann auch im Anschluss und dann möchte ich euch nochmal zusammenfassen, was ihr jetzt eigentlich alles könnt und was wir jetzt hier alles gelernt haben bei uns in der Projektwerkstatt. So. Dies ist nicht nur das Titelbild meiner Masterarbeit, sondern es ist auch das Titelbild des Buchs Genesis, einer schwäbischen Bibel, weil da geht es ein bisschen auch um Schöpfung. Und da ist mir auch ein Schöpfungsmythos, der altägyptische, im Kopf geblieben, den ich ziemlich toll fand, weil da gab es früher den Gott Atum. Das ist der Gott der Dunkelheit und des Verborgenen. Und der hat sich durch eigenen Willen, ist er entstanden aus dem Urwasser Nun und hat sich auf einen Fleck Erde gesetzt, von dem er ebenfalls gewollt hat, dass er aus diesem Urwasser aufsteigt. Und dort hat er sich hingesetzt und dann hat er einmal gespuckt und raus kam sein Sohn, Shu, der Gott der Luft. Und dann hat er sich erbrochen und raus kam seine Tochter, Tefnut, die Feuchtigkeit, die Göttin der Feuchtigkeit. Genau, und später hat sich Atum auch noch mit dem Sonnengott Ra vereinigt und war dann Atum Ra. Und weswegen ich euch das erzähle, ist, weil der Ursprung allen Seins für die Altägypter in ihrer Mythologie quasi Sonne, Dunkelheit, Luft und Feuchtigkeit war. Und so ungefähr machen wir das auch. Und ihr seht auch, die Christen haben in ihrer Bibel auch quasi die Schöpfung mit Pyramiden verbunden, was ja auch die alten Ägypter gebaut haben. Und das passt deswegen so gut in das Ganze mit rein, weil ich herausgefunden habe, dass für so ein Gewächshaus die Pyramidenform die optimale Form ist. Wenn man quasi, wenn man sie Richtung Norden orientiert, eine Pyramidenkante, dann hat man zwei Fensterflächen, die hochgehen, die den ganzen Tag vom Sonnenverlauf durchströmt werden. Und die anderen beiden Flächen, die kann man von außen kühlen und dort Wasser kondensieren. Hier steht es nochmal schwarz auf weiß. Also wir haben quasi ein Gewächshaus entwickelt, was in Wüstenregionen funktioniert und quasi aus Dreck und Schmutzwasser Leben entstehen lässt. Und nach unseren Berechnungen können wir mit diesem 100 Quadratmeter großen Gewächshaus 10 Menschen zur Hälfte mit ihrer Nahrung versorgen, die sie für den täglichen Bedarf brauchen. Und es ist insofern sensationell, als dass ein durchschnittlicher Deutscher wie wir einen Flächenbedarf allein für den Lebensmittelkonsum von 2500 Quadratmetern hat. Und wir haben quasi für 10 Leute, die bräuchten dann 25.000 Quadratmeter, wenn man die zur Hälfte ernährt, 12.500 Quadratmeter. Wir machen das gleich auf 100 Quadratmeter. Das ist eine wahnsinnige Verbesserung des Global Food Princes. Ja, und als Krux an der ganzen Sache können wir halt auch noch Trinkwasser aus Schmutzwasser gewinnen bei der ganzen Zeit. Und perspektivisch
auf die Wüste begrünt, aber damit ich immer nicht zu weit aus dem Fenster legen. Aber das kommt früher oder später. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist jetzt der Aufbau des Gewächshauses, den ich hier mal dargestellt habe. Die technischen Sachen möchte ich euch nicht näher erläutern, weil ich habe selbst Monate gebraucht, bis ich die ganzen thermophysikalischen Zusammenhänge dort verstanden habe. Also auf gut Deutsch, die Pflanzen verdunsten und dadurch kühlt sich das Gewächshaus. Und offene Wasserflächen verdunsten in dem Gewächshaus. Und was ich auch gelernt habe während der Arbeit ist, dass 2 cm Wasserkondensat quasi bei dem Vorgang des Kondensierens, das ist ein kleines Schnapsglas, wenn ein kleines Schnapsglas Wasser kondensiert, wird dabei so viel Wärmeenergie frei, die kann 1 Liter Wasser um 15 Kelvin erwärmen. Also wenn man dieses Wasser wieder verdunstet, dann braucht man auch wieder die gleiche Energie, die bei, wenn man 1 Liter Wasser um 15 Kelvin abkühlt, die man dafür braucht. So. Ursprung ist auch bei uns die Sonne und die strahlt durchs Weltall, kommt dann auf die Atmosphäre, wird dort zum Teil reflektiert, zum Teil absorbiert. Dann kommt sie in unsere Gewächshausverglasung, dort wird auch wieder ein Teil absorbiert und ein Teil reflektiert. Und auf dem Boden, in diesem 100 Quadratmeter großen Gewächshaus, scheinen im Jahresdurchschnitt 550 Kilowattstunden Sonnenenergie ein. Und diese Sonnenenergie, die nutzen wir in unseren Pflanztischen zur Biomasseproduktion, auf Deutsch zur gartenbaulichen Produktion. Und wir können durch diese Sonnenleistung in einem Jahr 1800 Kilo Biomasse erzeugen, was im Durchschnitt 19.000 Kilokalorien am Tag entspricht. Das sind quasi, wird bei dem Photosyntheseprozess, da hatte ich als Bauingenieur auch noch nicht so viel Ahnung vorher, wird aus täglich 7,6 Kilogramm CO2 und ein bisschen Wasser, 6 Kilogramm. Mit der Sonnenenergie wird daraus 5 Kilogramm Glucose, ein bisschen Wasserstoff und ein bisschen Wasser umgewandelt. Und die Glucose, davon hat ein Mol 675 Kalorien. Und so kann man sich das dann ausrechnen, wie viel Kalorien man pro Quadratmeter dort erzeugen kann. Und ein Mensch isst im Durchschnitt 2500 Kilokalorien am Tag. Das heißt, 10 Menschen würden für den gesamten Bedarf 25.000 Kilokalorien brauchen. Die Hälfte davon sind 12.500 Kilokalorien, die wir Ihnen hier bereitstellen können. Sogar mit Sicherheit, wie ihr das seht. Und wir brauchen außer der Sonne, brauchen wir als zweiten Grundstoff und des Wassers, was wir aus dem Schmutzwasser gewinnen, brauchen wir als zweiten Grundstoff auch noch CO2. Das haben wir über eine Solid-State-Fermentationsanlage eingebracht in das Gewächshaus. Und zwar werden bei dieser Solid-State-Fermentation mit Biomasse, quasi die nicht essbaren Pflanzenbestandteile, oder gute Pflanzen werden über Pilze veredelt zu hochwertigen, sehr eiweißhaltigen Endprodukten. Daraus kann man halt, aus den Resten kann man Futter machen, aus guten Lebensmitteln kann man gutes Essen machen, höherwertiges. Und man kann auch noch Fasern aufschließen aus Faserpflanzen als Baumwollersatz, was auch noch eine Ertragsmöglichkeit in diesem Gewächshaus darstellt. Und es schließt halt die Kreisläufe. Es bringt das CO2 für die Pflanzen und verwertet die pflanzlichen Abfälle, die aber auch zum anderen Teil in Aquaponikbecken verwertet werden. Ich habe da 2 verschiedene Anlagentypen untersucht. Das ist einmal ein Selbstversorgungsgewächshaus, wo sämtliche Kreisläufe geschlossen werden von der biologischen Seite. Das ist dann funktioniert in 2 Aquaponikbecken. Und dann einmal so ein Produktionsgewächshaus, wo man auf den 100 Quadratmeter Fläche die maximal mögliche Produktion erwirtschaftet. Und da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Auf jeden Fall sind diese 1350 Kilogramm Fisch im Durchschnitt 113 Gramm Fisch für jeden dieser 10 Menschen, die dieses Gewächshaus betreiben. So, und nachts, auch schon tagsüber, können wir halt das Trinkwasser über Kondensation bereitstellen, indem wir außen die
Wasser haben kühl, nachts ist immer noch das Strahl und noch der Kosmos, die ganze Wärme streicht in den Kosmos ab. Und deswegen ist hier die kühle Stelle am Gewächshaus und der Tau tritt mal an der kühlsten Stelle auf, rieselt hinunter in die Regenrinne und kann dann in Zisternen erfasst werden. Und über das SODIS-Verfahren, das ist Solar Water Desinfection, ist quasi, da macht man das Wasser in Plastikflaschen, legt es in die Sonne und durch die Erwärmung und durch die UV-Strahlung wird das Wasser dann keimfrei und halt gut. Und dann muss es halt bloß noch mit Mineralien aufgewertet werden. Und dazu verschneidet man das Wasser mit einem Teil, einem gewissen Prozentsatz, im Verhältnis von 1 zu 50 bis 1 zu 200, mit dem Rohwasser, was man verdunsten lässt in dem Gewächshaus. Und gibt dann halt so auch, wenn wir Salzwasser als Grundwasser nehmen, als Rohwasser, dann können wir auch, also Gießwasser muss man dann herstellen. Weil ich habe in der Projekt von Piloten, habe ich mir Nilwasser genommen, was jetzt kein Trinkwasser ist, aber was zumindest schon als Gießwasser verwendet werden kann und wo auch die Fische einwandfrei drin leben können, was schon mal das nicht so ganz so kompliziert macht, so ein Prototyp, aber das würde später auch mit Salzwasser funktionieren. Und dann habe ich während der Arbeit auch noch eine tolle Dissertation von dem Tobias Lechler aus Hamburg gefunden. Und zwar hat er aus der Evolutionsgeschichte des Menschen hat er die optimale Ernährungspyramide abgeleitet für uns Menschen in Industriestaaten. Und zwar setzt sie sich zu gleichen Teilen aus Obst, Gemüse und Getreide ist das Brot und sowas zusammen. Und Obst und Gemüse können wir ja ohne weiteres vorstellen, können wir sicher produzieren, können wir sicher vorstellen. Und das Getreide, das können wir dann halt in Form von Maismehl oder Reismehl oder Buchweizenmehl zum Beispiel bereitstellen. Dann sagt der Tobias Lechler, dass man selten Fleisch essen sollte und wenn, dann in Form von Fisch. Und dann, das passt super, dass wir das hier produzieren können im Gewächshaus. Und das sollte noch ergänzt werden mit Milchprodukten, die leider in dem Gewächshaus nicht produziert werden können. Deswegen auch nur die Hälfte des Nahrungsmittelbedarfs von 10 Menschen decken. Milchprodukte müssen sich zukaufen und dann empfiehlt er auch noch selten, sollte man auch noch Wild essen, um seinen Ernährungsbedarf zu komplizieren. Und Wild schaffen wir auch nicht in dem Gewächshaus. Aber wir schaffen 80-90% quasi des gesamten Bedarfs nach Tobias Lechler und nach der auf der menschlichen Evolution aufbaut, zu decken. Und hier ist noch ein schönes Bild, was mal Studenten am Fachgebiet Gebäudetechnik und Entwerfen entwickelt haben. Das ist jetzt diese Vision, wenn wir ganz viele kleine Gewächshäuser in der Wüste bauen, wo dann auch noch so viel verdunstet, dann können diese Gewächshäuser quasi die Funktion auch eines Waldes zum Teil übernehmen, indem sie halt viel verdunsten und dann können sich die ganzen kleinen Wasserkreisläufe, die ausgetrocknet sind, nach dem Vorbild von Tamera, das ist, kann ich euch sehr empfehlen, das sind deutsche und österreichische Ingenieure, die in Portugal auch in einer ariden Region haben die quasi auch aus dem Dreck blühende Landschaften wieder erstellt. Das hat auch ein paar Jahre gedauert, aber die Natur ist da ziemlich intelligent und die nutzen halt dort Regenwasser und bei uns würde das halt mit Salzwasser funktionieren. Und durch diese ganze Verdunstungsleistung würde in den Regionen das dann irgendwann wieder Tau im Boden geben, wo dann die anderen Vegetationsformen möglich sind. Aber das ist quasi noch ein sehr weiter Zukunftsblick. Wir gucken erstmal auf das, was derzeit möglich ist und müssen leider auch aufs Geld gucken. Und deswegen gibt es hier noch einen kleinen Exkurs. Spenden und BWL. Das Spenden, das durften ja Leute in meiner Masterarbeit auch Korrektur lesen und da kam auch dieses Feedback, dass das, was ich über Spenden geschrieben habe, denen noch gar nicht bewusst war und so interessant war. Deswegen dachte ich mir, gut, dann baue ich das hier mal noch ein, weil ich möchte euch ja auch das weitergeben gerne, was ich da in meinen Studien bisher gelernt habe. Und zwar mindert Spenden die Steuerlast.
Das ist, wenn man zum Beispiel 50.000 Euro brutto im Jahr verdient und 1.000 Euro spendet, dann muss man im Endeffekt nur noch 49.000 Euro versteuern. Und wenn man jetzt diese 1.000 Euro gespendet hat, heißt das, man selbst hat davon nur bei einem Steuersatz von 40% 600 Euro selbst bezahlt und 400 Euro schießt dann der Staat zu der eigenen Spende. Das heißt, man kann über Spenden eine direkte Einflussnahme auf die Steuergelderverwendung auch nehmen, was ziemlich elegant ist, weil, jetzt habe ich mal ein bisschen ein paar Sachen überspitzt, was ich auch immer gerne mache, mit Spenden finanziert man nämlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke, wohingegen man mit Steuern eher in die Sicherheit investiert, quasi irgendwelche Drohnen über Deutschland bezahlt, die dann zum Glück doch nicht fliegen dürfen. Die Großindustrie und Bad Banks finanziert man. Und ich habe dies vor 2-3 Wochen, hatte ich jetzt die Einladung zu meinem 10-jährigen Abschluss als Banker bekommen. Quasi damals habe ich mir 3 Jahre lang Betriebswirtschaftsstudium angetan. Und das Wichtigste aus diesem Studium, dass ihr das nicht auch machen müsst, möchte ich euch jetzt auch noch mal kurz erklären. Und zwar ist es der Unterschied zwischen 1 Million Euro und 1 Milliarde Euro. Und da habe ich eine Frage hier an die Wand geworfen. Und zwar, wenn wir 500-Euro-Scheine, das sind die größten Scheine, die wir haben im Eurosystem, wenn sie echt sind, im Wert von 1 Million Euro, also 2000 Scheine, hochkant aneinander stellen. Welche Strecke ergibt das? Keine Idee. 2 Meter. 2 Meter? Also 1 Million Euro sind 20 Zentimeter. Also auch wenn ich das als Kerl sowieso nicht richtig zeigen kann. Aber das sind ungefähr 20 Zentimeter. Und jetzt unsere Mathematikstudenten, wie viel ist dann 1 Milliarde? Wie lang ist die Strecke von 500-Euro-Schein, bis wir 1 Milliarde zusammen haben? 20 Zentimeter, ja. 20 Zentimeter ist die Million. Ist ein Tausend. Ja, Jolando, genau. 200 Meter ist quasi 1 Milliarde. Und wenn wir jetzt in den Nachrichten hören, da war wieder eine humane Katastrophe. Deutschland hat 2 Millionen Euro Soforthilfe bereitgestellt. Da wissen wir, aha, 40 Zentimeter Geld. Und wenn wir dann wissen, jetzt ist wieder eine Bank insolvent bedroht, wir haben da ganz schnell 5 Milliarden Euro locker gemacht, dann wisst ihr, aha, 1 Kilometer Geld. Und die Verhältnisse, die sind so meiner Meinung nach viel greifbarer. Und das war so quasi, da hat es sich gelohnt, 3 Jahre. So, jetzt kommen wir zu der Wirtschaftlichkeit von unserem Projekt. Und da, das hat nämlich auch was mit Spenden zu tun, deswegen habe ich das vorangeschoben. Und zwar habe ich die jährlichen Nutzungskosten einmal für diese Selbstversorgung im Gewächshaus und für dieses produktionsoptimierte Gewächshaus zusammengestellt und bin davon ausgegangen, dass bei dem Selbstversorger-Gewächshaus beispielsweise keine Arbeitskosten anfallen, wie für die Ernte und für das Aussehen, weil es soll in diesen Gewächshäusern als Familienaktion oder als Gruppenaktion durchgeführt werden, wohingegen solche Kosten auch für die Ernte und sowas alles in dem Produktionsgewächshaus drin sind. Hab dann hier meine Erträge und die Erträge minus die jährlichen Nutzungskosten sind meine reinen Erträge. Und dort konnte ich jetzt nachweisen, dass bei diesem Selbstversorgungsgewächshaus, wie wir das planen, egal ob das jetzt marktfinanziert ist, wo ich einen Finanzierungszinssatz von 5%, wenn das ist hier in Deutschland für Immobilienfinanzierung schon zurzeit machbarer Zinssatz, oder spendenfinanziert. Weil ihr seht, der Unterschied, ob man das spendenfinanziert macht oder nicht spendenfinanziert, zum Marktzinsen, sogar bei 5%, ist der Einfluss der jährlichen Kosten schon 20%. Ist es teurer, wenn man dafür Zinsen zahlen muss an die Bank. Ja, und sogar mit
20% Sicherheitszuschlag, weil ich auch alles aufgeschlagen habe. Und ohne Spendenfinanzierung ist es immer noch eine ertragreiche Investition. Bei dem Produktionsgewächshaus muss ich leider feststellen, wenn da wirklich alle Sicherheiten, die ich da mit eingeplant habe, wenn das nicht nur kalkulatorische Sicherheiten, sondern auch praktische Sicherheiten sind, dann machen wir Miese. Aber wenn die Sicherheiten nur so ein Angstpuffer waren, dann würde man sogar damit Gewinn machen. Und wir müssten halt jetzt einen Prototyp bauen, wo wir das jetzt halt auch nachweisen können und unsere Rechnung verfeinern und die Sicherheitszuschläge minimieren, dass wir halbwegs genauer sind bei den Ergebnissen. So viel zu der Masterarbeit. Und jetzt, wie hat unsere Arbeit in diesem Semester einen Teil zu dieser Arbeit auch beigetragen? Und zwar haben wir uns auch gefragt, wenn wir jetzt dieses Projekt entwickelt haben, wie bringt man das auf den Markt? Wie schaffen wir einen rücksichtsvollen Markteintritt? Wie schaffen wir die schnellstmöglichste Verbreitung? Wie binden wir die Leute vor Ort ein? Beugen wir der Ausbeutung von Menschen vor? Wie kriegen wir Gleichberechtigung hin? Wie finanzieren wir das Ganze? Und ja, wie strukturieren wir eigentlich unsere ganzen Ziele? Und woher wissen wir, welche Ziele welche Priorität haben? Und wie finden wir für uns die passende Lösung? Ja, und dann haben wir gedacht, das ist doch genau das, wofür wir Studenten nochmal, dass wir viel Kreativität auf den Haufen bekommen, einsetzen können. Und dort haben wir uns zur Strukturierung unserer ganzen Ziele, haben wir uns der Gemeinwohlökonomie-Matrix bedient. Und die Gemeinwohlökonomie-Matrix, die hat 5 Werte. Die Menschenwürde, die Solidarität, die ökologische Nachhaltigkeit, die soziale Gerechtigkeit und die demokratische Mitbestimmung und Transparenz. Und diese gesellschaftlichen Werte werden in der Gemeinwohlökonomie von allen Berührungsgruppen aus betrachtet. Und in meinen Jahren vor meinem Aufbaustudium hier zum Master auf Bauingenieurwesen, oder wie das mal heißen wird, da habe ich als Projektsteuerer gearbeitet in einem kleinen schwedischen Ingenieurbüro und habe dort zum Teil und zum Großteil McDonalds halt beraten in ihrer Expansionsabteilung und habe dort quasi für die ganzen Vorstände von McDonalds die Entscheidungsvorlagen vorbereitet, wonach die sich immer entschieden haben, was sie denn jetzt wie machen wollen. Und dort waren die wichtigen Kriterien Kosten, Termine, Qualitäten. Und um jetzt ein funktionstüchtiges Management-Tool zu haben, haben wir jetzt halt die 5 Werte der Gemeinwohlökonomie über die 3 Werte des Projektmanagement erweitert und haben so quasi eine gute Übersicht und Strukturierung unserer Ziele erreicht. Wir sind dort folgendermaßen vorgegangen, wenn wir uns daran erinnern, die Zielfindung war das Wichtigste und das, was auch am meisten Zeit in Anspruch genommen hat bei dem ganzen Projekt. Dort haben wir uns in Gruppen eingeteilt, wo jeder dann entweder Lieferant oder Geldgeber oder Mitarbeiter war und sich ausgedacht hat, was sind jetzt meine Ziele hinsichtlich der Menschenwürde, hinsichtlich der Solidarität, hinsichtlich der Kosten, Termine und der ökologischen Nachhaltigkeit und alledem. Dann haben wir im Anschluss die ganzen Ziele zusammengefasst, weil manchmal sogar die Eigentümer die gleichen Ziele hatten, zum Beispiel hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit, wie die Kunden. Dass wir dort ein bisschen die Ziele reduzieren konnten, aber im Endeffekt sind wir auf 68 Anforderungskriterien gekommen, die wir dann demokratisch gewichtet haben, durch einfache Durchschnittsbildung. Nachdem wir unsere Ziele mit ihrer Priorität hatten, konnten wir die einzelnen Möglichkeiten, eingetragene Genossenschaft, gemeinnützige GmbH, was jetzt zum Beispiel als Unternehmensform Möglichkeiten dargestellt hat. Das können wir halt dann auswerten und das alles in diese schicken Ampelmatrizen überführen, die ziemlich einen guten Überblick über die Ergebnisse geben und der einfach und schnell ist. Hier habe ich das noch alles in Wort und Schrift nochmal kurz zusammengefasst, weil die Sprache des Ingenieurs ist ja die Zeichnung, manche lesen es lieber, als ich hier vollständig bin. Also es geht Anforderungen und Ziele sammeln, die kategorisieren, möglichst nach gemeinwohlökonomischen Kriterien,
Aber man kann dieses Management-Tool, was wir entwickelt haben, auch auf jede Art von Kriterien anwenden. Es ging auch nur mit Kostenterminqualitäten und es ginge auch, wenn wir völlig andere Werte auch noch dort verfolgen wollen würden. Die Ziele werden gewichtet, danach werden die einzelnen Alternativen, die zur Verfügung stehen, ausgewertet und in die Matrix überführt. Und deswegen auch dieser einfache Satz, wo kann ich das anwenden? Es kann überall angewendet werden, wo transparente, einfach nachvollziehbare Entscheidungen getroffen werden, an denen mehrere Menschen beteiligt sind. Betreuungsgeld geht, da gibt es ja eine Ja-Position, eine Nein-Position und irgendwie eine andere, eine dritte Alternative, was man auch dazwischen machen könnte. Und dass dort mal die Vor- und Nachteile der jeweiligen Alternativen bewertet werden und dann gesagt, ich bin die CDU, ich habe diese Werte und bin deswegen bei dieser Fragestellung zu diesem Ergebnis gekommen, ich bin die SPD, mit meinen Werten ist das die bevorzugte Entscheidung, ich bin grün und so weiter, dass man dann auch mal politische Entscheidungen nachvollziehen kann, weil, also ich interessiere mich ja dafür, aber ich kann es nicht immer nachvollziehen, was die Leute dort wieso entscheiden. So, dann kommen wir zu den Unternehmensformen, die wir ausgewählt haben. Da sieht jetzt ein Entscheider im Unternehmen, was bei uns der Martin Buchholz ist, mit den Leuten, die dann zusammen die eingetragene Genossenschaft gründen, dieses Wort hat die Projekt machen soll, weil diese eingetragene Genossenschaft, sieht man jetzt hier, hat keine roten Ausschlusskriterien quasi, hat einen Punkt, die Nummer 6. Der da ein bisschen noch verbessert werden kann. Die kann man auch lesen. Also wir haben hier unsere 8 Kategorien, Menschenwürde, Solidarität, Termine, Kosten und alles. Haben hier oben unsere Möglichkeiten, Genossenschaft, Verein und haben hier, zack, die ganzen Unterziele zu den einzelnen verschiedenen Werten entwickelt. Und die 6, die jetzt ein bisschen schlechter war, bei der Genossenschaft, hieß halt keine feindlichen Übernahmen. Da sind wir wieder. Jetzt möchte ich nämlich noch ein bisschen Jolandos tolle Präsentation von vor 4 Wochen nochmal kurz zusammenfassen, warum wir die Genossenschaft als die Unternehmensform für uns mit dem meisten, mit dem höchsten Mehrwert für die Gesellschaft und das Projekt auserkoren haben. Und zwar liegt das an dem hohen Demokratisierungsgrad durch die Kopfmehrheit in der Generalversammlung und die ja dann auch den Vorstand wird und den Aufsichtsrat. Es ist diese Hilfe zur Selbsthilfe, was ja auch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften haben wir in Deutschland schon eine über 100-150-jährige Tradition, seit Delitzsch und Raiffeisen. Und die Eigentümer sind halt gleichzeitig die Kunden und auch die Mitarbeiter in unserem Fall. Und dadurch haben wir auch eine gemeinwohlorientierte Gewinnverteilung, weil wenn man selbst Eigentümer ist, dann wird man keine horrenden Preise verlangen, weil man auch gleichzeitig Kunde ist. Da würde man, also man kriegt schon immer fair hin, dass alle davon profitieren. Man kann Genossen einfach unbürokratisch aufnehmen. Die heißen heutzutage Mitglieder seit der letzten Genossenschaftsgesetzreform. Deswegen habe ich das mal hier in Klammern geschrieben, wenn euch das mal irgendwann auftaucht, dass ihr euch nicht wundert. Dann haben wir eine breite Aufstellung. Das heißt, es gibt eine geringe Gefahr feindlicher Übernahmen. Allerdings als Negativpunkt, wir Initiatoren, wenn wir dann denken, dass wir uns nach 2-3 Jahren sagen, jetzt läuft es, jetzt können wir hier schön im Vorstand uns auf die faule Haut setzen. Dann würde das ja quasi, würden das die Genossen oder Mitglieder würden das merken und sagen, nee, du bist nicht mehr gut, wir wollen jetzt einen neuen Vorstand. Die könnten uns quasi abwählen. Nicht nur könnten, die können uns abwählen, was aber für das Projekt an sich das Beste ist, weil dadurch sind wir immer motiviert, auch um beim nächsten Mal wieder gewählt zu werden. Und wenn es halt, wenn andere Leute sind, die dann fähiger sind als wir, dann würden die das Projekt quasi auch zum Wohle der Gemeinschaft besser weiterführen. Die geringe Insolvenzmöglichkeit spricht noch sehr für die eingetragene Genossenschaft. In den Jahren 2002 bis 2007
da taucht beim Deutschen Statistischen Bundesamt nicht mal Insolvenz auf bei den eingetragenen Genossenschaften unter 10.000 verschiedenen Genossenschaften. Und das ist, also das heißt halt, vielleicht gibt es mal eine bei 50.000 Genossenschaften, wenn man betrachtet, aber unter 10.000 nicht mal eine im Durchschnitt. Und das wird zum Teil damit begründet, dass man diesen Genossenschaftsverband hat oder mehrere, und in einem ist man halt Pflichtmitglied, muss da leider auch bezahlen, aber dafür hat man halt auch die Kompetenz von Genossenschaftsverbänden von über 150 Jahren, von denen man dann auch profitieren kann. Das ist ein Gag. Ein Gag? Ah, das habe ich immer. Danke. Gag ist möglich, heißt, eine gemeinnützig eingetragene Genossenschaft ist auch möglich seit der letzten Reform des Genossenschaftsgesetzes. Quasi durch Europa ist es jetzt auch möglich, nicht nur sich selbst zu helfen, sondern auch anderen zu helfen in Form einer Genossenschaft. Und das ist ziemlich gut. Ja, jetzt hier unsere Gäste. Wir haben jetzt für die Expansionsstrategie haben wir jetzt dieses Ergebnis. Was würdet ihr denn sagen, welches jetzt unser Favorit ist, was wir denn ausgewählt haben mit dieser Entscheidungsvorlage? Social Franchising war das. Super, Alex, danke. Da sieht man, du bist schon der geborene DAX-Vorstand. Ja, genau. Diese Ampel am letzten, die habe ich von einem 15-jährigen DAX-Vorstand, der heute Chef des BDI ist, Präsident des BDI, Professor Dr. Dr. Hans-Peter Keitel. Und der hat es halt auch so für das Risikomanagement gemacht und hat dann halt so diese ökonomischen Risiken betrachtet und dachte, hey, das ist ja ziemlich toll, wenn das da so DAX-Vorstände verstehen. Nee, das ist ein sehr intelligenter Mensch. Und dann dachte ich mir, das kann man doch bestimmt auch irgendwie so anwenden, weil man sieht ja wirklich, die Leute haben keine Zeit, die Entscheidung zu fällen. Da geht es um etliche Sachen, die wollen schnell sehen, wo sind die Stärken und Schwächen jeder Möglichkeit. Und hier sehen wir das. Und Alex hat jetzt auch sofort gesehen, Social Franchising ist gar nichts im roten Bereich. Bei den anderen haben wir negative Kriterien. Es ist einfach herrlich. So. Jetzt soziales Franchising, was der Alex gut rausgefunden hat, wo ich noch nicht weiß, ob er davon schon mal gehört hat. Das nenne ich jetzt mal so leger die McDonalds-Kirche. Das ist deswegen gut, weil wir das für unser Projekt können wir quasi das McDonalds-Konzept, was sehr, sehr erfolgreich ist, können wir quasi kopieren und sozialisieren. Und damit meine ich, McDonalds ist ein riesengroßer Immobilienkonzern, der seine Erträge aus der Vermietung und von Grundstücken, wo ein McDonalds-Restaurant draufgebaut hat, bezieht. Und da landet halt die ganze Miete, die sehr hoch ist, bei den Aktionären. Und bei uns würde sie halt bei den Genossen landen, die das auch selbst betreiben. Quasi die das bezahlen, die Miete, wären auch gleichzeitig mit Eigentümer. Und jetzt bin ich leider schon einen Schritt zu schnell gewesen. Und zwar gibt es beim Franchising, gibt es immer einen Franchisegeber, der vermietet ein gesamtes Unternehmenskonzept. Quasi mit Corporate Identity, mit der Marke an sich. Und das wäre in unserem Fall die eingetragene Genossenschaft Watergy-Wüstenwechsels oder so ähnlich. Da kommen wir noch zu. Und dann gibt es dort Franchise-Nehmer und die mieten halt das ganze Unternehmenskonzept und dürfen das dann halt produzieren. Da gibt es halt bei McDonalds, wenn man da reinkommt, der Big Mac schmeckt weltweit gleich. Oder so. Und die Einrichtung sieht ziemlich geil aus, die machen die gleiche Werbung. Und ja, in der Kirche ist es halt auch ähnlich, wenn man jetzt eine katholische Kirche ist. Da kommt man da rein, da gibt es irgendwie einen Beichtstuhl, da gibt es einen Altar, da hängt irgendwo ein Kreuz mit Jesus an der Wand. Könnte man quasi auch tiefer folgen als einem kirchlichen Zweck, was ja auch ein gemeinnütziger Zweck ist. Deswegen wollte ich jetzt diese Sache verbinden, wo es ja ziemlich gewagt ist. Ja, zu der gemeinorientierten Gewinnverwendung habe ich jetzt schon was vorweggenommen. Dann hat es halt einen hohen Demokratisierungsgrad durch die Beteiligung aller.
Und vor allem hat es auch die Chance zur Etablierung und Verbreitung von gemeinwohlökonomischen Werten durch die Unternehmenskultur, die man dann auch mit in die Gesellschaft einbringt. Weil wenn wir jetzt in Ländern, wo jetzt Hungersnöte sind, wenn wir denen jetzt Arbeit und Nahrung geben und sie nicht mehr um das tägliche Brot kämpfen müssen, dann kann es passieren, dass die auf immer auch alle ein iPad haben wollen, Auto und weiß ich was noch alles, und wir wohl im Endeffekt haben, dass der Planet noch schneller geplündert wird, wie es der Herr Nikopäich immer so schön ausdrückt. Und wir wollten eigentlich was Gutes machen und haben im Endeffekt noch mehr CO2-Emissionen, noch mehr Umweltverschmutzung, noch mehr Ressourcenausbeutung. Und deswegen wäre das halt eine Chance, dort auch gleich gesellschaftliche Werte und nicht rein marktwirtschaftliche Werte vorzuleben. Und nicht zu, last but not least, auf Englisch kann ich das gerade, ohne zu stolpern, ist es auch noch die erfolgreichste Expansionsstrategie für Everyone's Profit Organisation. Und Everyone's Profit Organisation habt ihr vielleicht auch noch gar nicht gehört. Die werden in meinen Augen abwertend als Non-Profit-Organisation bezeichnet, als ob die keinen Profit machen würden, wo doch eigentlich alle davon profitieren. Also und da gibt es halt empirische Studien, die belegen, dass die Unternehmen, die auf soziales Franchising setzen, dass die doppelt so schnell wachsen wie Unternehmen, die jetzt ein Filialnetz haben. Und dass die auch viel mehr Filialen im Endeffekt haben, als die, die ein rein konzerngestütztes Filialnetz haben. Und ich habe auch lange überlegt, was jetzt Nachteile vom sozialen Franchising sind. Die einzigen Nachteile sind halt, dass wir Erfinder von der ganzen Geschichte und dieses Projekt ins Leben rufen, dass wir den Gewinn halt teilen müssen mit anderen. Das war ja auch quasi mit Sinn und Zweck der Sache, dass wir wollen ja nicht irgendwie auf Schlag reich werden, sondern wir wollen, wenn das wirklich super läuft, haben wir über Jahre super Jobs, indem wir tolle Sachen erschaffen können und uns dann auch keine Sorgen mehr machen müssen um unsere Rente und alles. Da gehe ich mal fest von aus. Jetzt bin ich hier noch ganz schnell. Und zwar gibt es für diese Franchise-Geber drei Franchise-Nehmergruppen, die zur Auswahl stehen. Franchise-Nehmer 1 ist der, der das selbst finanzieren kann, quasi der schon ein ordentliches Geldpolster hat und sich das kaufen kann oder das mieten kann. Dem würden wir das dann vermieten. Franchise-Nehmer 2 ist ein Franchise-Nehmer, dem wir quasi die Finanzierung auch gleich auch mit anbieten müssten, weil er bei seiner Bank das nur zu utopischen Zinsen, wenn überhaupt, bekommt. Und Franchise-Nehmer 3, das sind jetzt die gemeinnützigen Projekte, die wir über Fördermittel, Spenden oder Mitgliedsbeiträge, also Genossenschaftsbeiträge oder Mitgliedsanteile, vielleicht Genossenschaftsanteile, finanzieren. Und das Geld, was die dann halt zurückzahlen könnten, würde dann halt auch wieder in den Topf wandern für weitere gemeinnützige Projekte. Man muss nämlich eine Trennung machen zwischen den kommerziellen Geschichten und den, jetzt hätte ich fast Non-Profit-Geschichten gesagt, zwischen den gemeinnützigen Projekten, weil sonst kann es passieren, dass einem rückwirkend die Gemeinnützigkeit aberkannt wird und dann muss man für 3 Jahre oder so, je nachdem wann sie das entdecken, dass man doch nicht gemeinnützig ist, dass man mehr sich selbst geholfen hat, wie bei der Genossenschaft, als anderen geholfen. Dann muss man das alles zurückzahlen und das würde man wahrscheinlich nicht verkraften. Ja, und um dieses Franchising-Konzept, um das jemandem schmackhaft zu machen, brauchen wir halt einen Prototyp, wo wir dann auch in der Praxis beweisen können, dass es funktioniert, das Konzept. Es gibt ein Watergy-Gewächshaus in Almeria in Spanien. Dort hat die ganze technisch-physikalische Geschichte hat schon funktioniert, was schon mal super ist. Allerdings war das wirtschaftlich noch nicht tragfähig, deswegen hat sich das jetzt noch nicht durchgesetzt. Und jetzt mit der Einbindung der Aquaponikanlagen und mit der Einbindung der Solid-State-Fermentation haben wir das jetzt halt geschafft, auch wirtschaftlich zu machen. Und dann habe ich nochmal kalkuliert, was so ein 3-jähriges Forschungsprojekt wäre, wo wir einen Ingenieur runterschicken in der Wüste und hier noch jeweils eine Viertelstelle in Deutschland.
Deutschland forscht und dann auch mit Studenten Forschungsaufträge vergibt, was man da jetzt am besten anpflanzt und wie das halt, wie die Einstellung am besten ist, um die Temperaturen möglichst optimal zu halten, wie der CO2-Gehalt zu optimieren ist. Und bin dort auf einen Kapitalbedarf von 750.000 Euro gekommen für diese 3 Jahre, also nicht mal 20 Zentimeter. Jetzt im Vergleich dazu, was da andere Projekte benötigen. So, was haben wir? Kommst 18 Zentimeter, okay. Jetzt möchte ich nochmal mit euch nochmal auf den Punkt bringen, was wir jetzt alles eigentlich gemacht haben in diesem Semester, dass euch das hoffentlich auch bewusst wird, was wir jetzt alles können. Und zwar haben wir jetzt eine Alternative zum Raubtierkapitalismus in Form einer ökosozialen Marktwirtschaft, haben wir mehr kennengelernt, haben die schon angewendet und weiterentwickelt sogar, und zwar die Gemeinwohlökonomie. Wir kennen uns jetzt in einer Projektmanagementdisziplin, und zwar Entscheidungsmanagement aus, haben schon mit Tabellenkalkulation, ich hoffe auch ein bisschen was dazugelernt, obwohl wir dieses Semester dort nicht so intensiv viel Zeit investiert haben. Und wir können jetzt Entscheidungen für alle transparent und nachvollziehbar nach bestimmten Werten vorbereiten und treffen. Und deswegen seid ihr damit auch bestens gerüstet für Arbeit in der Führungsebene. Ja, und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch in dem Projekt. Auch danke für unsere Gäste heute. Ich wünsche euch viel Vergnügen und Erfolg. Danke für eure Aufmerksamkeit.